hoffen, dass das alles klappt. Das ist eine Premiere. Und Peter, mein Kollege, der hat da nächtelang dran gearbeitet, an das, was noch kommt und so weiter. Ich kann das immer verfolgen. Wenn auch meine E-Mails immer stehen, Peter hat um 2 gearbeitet, um 7 im Bett gearbeitet, um 11. Und dann hat zwischendurch mal wieder geschlafen. Aber es ist, sind auch Dinge, wir haben eine neue Website und unsere Kinderkrebsseite, also das kommt aber noch. Wir wollen jetzt erstmal zum gemütlichen Teil kommen, indem ich euch alle begrüße und mich freue, dass ihr hier seid. Es ist schön, die meisten Gesichter kenne ich ja und es ist schön, dass wir uns vor dem blauen Ball schon mal sehen. Der blaue Ball ist am 2. April nächsten Jahres, das Programm haben wir auch fast fertig. Also insofern sind wir ganz gut in der Zeit. Ganz kurz zum Kerzenlicht für Kinder. Das ist unsere Aktion. Und zwar vor Horner Kreisel steht eine Tanne. Und ich gehe mal davon aus, es klappt alles heute Abend. Und da sind 10.000 Kerzen dran. Die sind schon dran. Ich war dabei gewesen, wie das aufgebaut worden ist. Und wir verkaufen symbolisch für 5 Euro die Kerze. Und da kann man mal so Dinge machen, die gerade zu Weihnachten, statt eine Flasche Champagner mitzunehmen oder einen Strauß Blumen zu sagen, ich habe für dich 2 oder 4 oder 10 Kerzen gekauft. Wir haben, das sehen wir nachher auf der Seite, da kann man den Spender dann auch sehen, aus einer Bauchbinde und so weiter. Und das ist die Aktion. Und da habe ich nachher eine Bitte, bevor Sie gehen. Hier sind so kleine Schneemänner aufgebaut. Für jeden heute Abend steht da ein Schneemann bereit. Den könnt ihr euch wegnehmen. Und daneben stehen auch Flyer, die wir verteilen, wo die Aktion auch dargestellt ist. Auch eine Bitte, wenn wer sich das Flyer nehmen möchte. Wir haben genug Flyer gedruckt und die verteilen möchte unterwegs, egal ob beim Zahnarzt oder auf der Arbeit oder wo auch immer, dass ihr ordentlich viel Werbung macht für uns. Denn das ist wichtig, blauer Ball, Werbung, wir brauchen Gäste, wir brauchen Sponsoren, wir brauchen Spender. Davon lebt der blaue Ball mittlerweile seit 19 Jahren und da hoffen wir auf eure Unterstützung heute Abend. Der Abend läuft so ab, für Raucher haben wir auch nicht draußen was aufgebaut oder wenn der Glühwein nachher zu heiß wäre, der kann auch ein bisschen rausgehen an die frische Luft, das wäre das ja schön. Heute ist es schön im Gegensatz zu den letzten Jahren. Ja, wir haben jetzt das Offizielle. Ich wollte jetzt einen zwischengemütlichen Teil machen, und zwar gibt es Glühwein und Softgetränke, das habt ihr ja alles mit der Einladung mit bekannt bekommen. Wir wollen die Suppe essen und kurz vor 7 fangen wir dann an, die Schaltung zum Horner Kreisel, dass wir pünktlich um 19 Uhr auf den Buzzer drücken können und drückt mit mir alle die Daumen, dass es auch klappt. Schauen wir mal. Ist eine Premiere, wie gesagt. Und wir hoffen, dass das alles funktioniert. Die Kerzen gehen auf jeden Fall an, da bin ich sicher. Und wenn ihr alle nachher mal vorbeifahren müsst am Horner Kreisel, dann gucken. Ja, das ist erstmal das offizielle am Anfang. Nur haben wir jemanden zur Unterhaltung hier, Danilo Roberto. Den darf ich vorstellen, der singt so zwischendurch und macht Musik, das ist super. Ich habe ihn schon mal hören dürfen. Das macht Spaß. Und wir gehen jetzt erstmal rein und trinken und essen den Kleinen. Und dann komme ich nachher wieder aus dem Schuh. Danke.